Wir begrüßen Sie aus Calgary. Willkommen zum zweiten Tag der K.O.-Phase beim Weltpokal 2020. Achtelfinale Nummer 3 mit Mexiko gegen Kolumbien. Eine etwas überraschende Zusammenstellung insofern, als dass die Mexikaner ihre Gruppe gewonnen haben. Vor Spanien nach einem Sieg am zweiten Spieltag souverän das Weiterkommen geschafft. Kolumbien zweiter hinter Deutschland. Heute also gilt es fürs Viertelfinale. Wir hören zunächst die Hymne. Kräfteverhältnis ist etwa ausgeglichen. Vor dem Turnier hätte man Kolumbien leicht die Favoritenrolle zugetraut. Nach dem Sieg gegen Spanien sind es eher die Mexikaner, die unverändert auftreten. Ein 4-3-3 mit Lozano, Jiménez und Corona in der Spitze. Kolumbien hat ebenfalls nicht getauscht, trotz der Niederlage gegen Deutschland. 4-4-2 mit Raute, James, Falcao, Zapata, das ist die Offensive, von der vor allem Duván Zapata am zweiten Spieltag richtig gut aufgespielt hat gegen Jamaika. Jetzt geht's drum, wer erreicht das Viertelfinale dieses Weltpokals hier in Kanada? Die Kolumbianer letztes Jahr bereits unter den besten 8 Mannschaften. Für Mexiko ist es dann doch schon ein bisschen her, 2015, als man dann ja am Ende sogar Vierter wurde. Es ist die große Chance. Heute Abend wird der Gegner ausgespielt beim Spiel Nigeria gegen England. Könnte also durchaus ein Wiedersehen geben der Mexikaner mit den Engländern. 2015 war das eins der beiden Halbfinals beim ersten Weltpokal. Kolumbien in Gelb. Mexiko hat sich trotz Heimrechtes für die Auswärtstrikots entschieden. In denen hat man Spanien besiegt, Australien besiegt. Man vertraut jetzt mal diesen ungewöhnlichen Farben, die an ein historisches Trikot erinnern sollen. Dunkelrot, Blau, Grün, Hector Herrera und Jiménez. Erste Kopfballmöglichkeit für Mexiko. Guter Start, 4 Minuten gespielt. Flanke von links, relativ unbedrängt. Jiménez mit dem Kopfball drüber. Abstoß für Ospina. Auch schon 5 Tore kassiert in diesem Weltpokal. Jiménez für Corona. Aufgepasst von Kolumbiens Linksverteidiger Moika. Fabra. Und das ist James auf der Position hinter den beiden Spitzen, hinter Radamel Falcao, dem Kapitän und dem besten Torschützen hier in Kanada bei Kolumbien, Duván Zapata. Doppelpack gegen Jamaika, der Mann aus Bergamo. Layún, fester Bestandteil vor 5 Jahren, kommt immer über außen, Miguel Layún, und die Flanke kommt an, nicht ungefährlich,
aus Pina angeschossen, Flanke abgefälscht und trotzdem am Ende bei Jiménez. Nächste Möglichkeit für Mexiko, Kolumbien ein wenig passiv, jetzt mal mit Faber, Ball kommt an. Guardado. Corona, Jonathan Dos Santos und wieder Layún. Das ist das Mittel, über außen kommen bei Mexiko. Flanken schlagen für Jiménez, für die eingerückten Corona, Lozano. Oder mal nach innen ziehen, wie jetzt Lozano. Dos Santos. Nochmal raus, Hector Herrera, Layún ist links mitgelaufen. Anders gelöst mit Jiménez. Offensivfoul, Konter läuft über Zapata. Gut durchgesetzt. Falcao, nicht ganz rangekommen. Davor klasse von Duván Zapata. Jetzt gibt es Freistoß für Mexiko. Bei Falcao gegen Alvarez. Ja, leichtes Foul zieht. Nichts wirklich passiert. Er kratzt an der 100. Radamel Falcao spielt in der Türkei, in Istanbul bei Galatasaray. Und wartet mit Kolumbien weiter auf das erste ganz große Turnier. Weltpokal, bestes Ergebnis letztes Jahr mit dem Viertelfinal aus gegen Ghana. 2015 im Achtelfinale raus gegen die Schweiz. Und ja, Weltmeisterschaften, zweimal Viertelfinale zuletzt aus gegen Brasilien und gegen England. Schwacher Freistoß von James. Zweite Chance für Faber. Arias Zapata! Er spielt ein wenig im Schatten von Falcao, hat aber bei diesem Turnier die deutlich besseren Aktionen. Vergleich vor dem Turnier, Falcao 34 Tore, Zapata nur 5 Jahre jünger, 3 Tore erzielt. Allerdings auch in deutlich weniger Spielen, gehört zusammen mit Luis Muriel zu den beiden Atalanta Bergamo-Spielern bei Kolumbien. Corona. Die Flanke ist gut, aber zu weit. Missverständnis, Lozano eingerückt, deswegen fehlte hinten einer für die Abnahme. Einwurf Mexiko. Jiménez, eigentlich extrem kopfballstark, jetzt mal das Duell verloren mit Mina. Guardado bleibt hängen an Barrios. Zapata, vorne ist Falcao, jetzt angespielt, zu ungenau. Faber nicht im Abseits. Alvarez gut verteidigt. Corona. Gut rüber für Lozano. Der hat ein bisschen Platz. Lozano prüft Ospina. Genauso spielt Mexiko, den besten Spieler suchen. Ob Corona, ob Lozano, ob Jiménez. Ungewöhnliche Bälle, auch diese Verlagerung macht es dann auf, bringt Lozano in eine gute Position, ein bisschen Platz gegen Kolumbiens Verteidigung, dazu ein guter Abschluss gegen Ospina. Ecke für den ehemaligen Leverkusener Guardado. Layún und Jiménez, super eingelaufen, 1-0 Mexiko, der nächste Kopfballtreffer von Raúl Jiménez.
Ecke kurz getreten. Guardado wartet, verzögert mit dem Zuspiel für Layún. Jiménez startet hinein, ohne Gegenspieler. Kopfball perfekt erwischt. Super hochgestiegen gegen Mina, gegen Arias. Und Mexiko führt im Achtelfinale des Weltpokals, ist auf Kurs. Viertelfinale und wieder dabei zu sein unter den besten acht. Das haben sie nicht so oft geschafft. Achtelfinalfluch bei Weltmeisterschaften, zuletzt zweimal ausgeschieden gegen Argentinien oder gegen Brasilien. Diese Serie wollte man heute durchbrechen. Auch mal gegen Südamerika im Achtelfinale gewinnen. 2006, 2010 raus gegen Argentinien. 2014 das Aus gegen die Niederlande. 2018 bei der WM raus gegen Brasilien. Heute können es gehen. Falcao sucht weiter nach besten Chancen. Moreno und Araujo. Lozano. Layún schon wieder. Nächste Flanke. Jiménez. Gut abgelegt. Hector Herrera. Bisschen zu lang gedauert. James Rodriguez ist da. So, Falcao schickt Zapata ins Laufduell mit Moreno. Zapata ist schneller. Duván Zapata. Ausgleich Kolumbien. Perfekter Konter. Und das vierte Tor hier in Kanada für Zapata. So schnell geht es. So gefährlich ist das Team aus Kolumbien. Perfekte Antwort auf das Gegentor. Kein Abseits, im richtigen Moment gespielt von Falcao, der eben nicht nur wartet auf die Zuspiele von Zapata, wie wir es schon öfter gesehen haben. Auch andersrum geht das mit dem Pass des großen Stürmers auf seinen Kollegen, der ihm hier in Kanada die Show stiehlt. Duván Zapata, nicht umsonst ist Bergamo im Moment eine Top-Mannschaft in Europa geworden. Und das im großen italienischen Fußball mit den großen Namen, mit Mailand, mit Inter, mit Juve, mit Neapel. Da hat sich Bergamo gefestigt. Zapata ist Teil der Mannschaft. Und nach einer halben Stunde geht's damit von vorne los. Führung der Mexikaner hielt wenige Minuten. Letztes Jahr zwei wirklich spektakuläre K.O.-Spiele der Kolumbianer gegen Japan. Unglaublich hektischer Auftakt. Drei Tore in wirklich dichtem Zeitraum in der ersten Halbzeit. Und dann das wahrscheinlich beste Spiel des letzten Jahres, das Viertelfinale gegen Ghana in Perth. Das war ein echter Kracher. Bis heute vielleicht eines der besten Weltpokalspiele überhaupt. So in etwa auf dem Niveau der beiden Finalspiele 2018 und 2015. Da ging wirklich richtig die Post ab, inklusive Fehlentscheidungen, Eigentor, Elfmeter und Tribünenplatz für Kolumbiens Trainer damals. Naja, und Trainer heute, Carlos Queiroz, hat nicht gewechselt. Zapata. Oh, und das ist richtig gefährlich. Glück gehabt. Missverständnis. Araujo und Ochoa legen sich fast den Ball noch selber rein. Einwurf für Mexiko. 10 Minuten bleiben noch in der ersten Hälfte. Corona.
Ja, da brennt immer wieder die Luft, wenn der Ball hoch reinkommt. Egal für wen. Mina und Barrios sind da wirklich mächtig gefordert. Arias, der Gegenspieler beim Eckball. Cuadrado. Zapata. Verliert extrem wenig Bälle. Duvan, Zapata. Layun. Tja, es ist das Achtelfinale, das wir erwartet haben. Kolumbien mag auf dem Papier die etwas stärkere Mannschaft sein. Eindruck hier in Kanada war, Mexiko wirkt abgeklärter, wirkt souveräner, eingespielter. Und so ist es am Ende zumindest mal nach 40 Minuten ein wirklich offenes Spiel. Vorteile, ja, für Mexiko, das ist auch heute so, aber es kann eben ganz schnell gehen mit Zapata, mit Falcao, der sicherlich auch angestachelt sein wird, dass regelmäßig sein Kollege trifft und er irgendwie seit dem ersten Spiel gegen Japan nur noch eine Randnotiz ist vorne. Auch wenn es nicht so ist, aber viele reden über Zapata. Corona, gute Flanke. Jiménez, bester Torschütze Mexikos hier beim Weltpokal, weil er die Bälle gut zugespielt bekommt, weil er wirklich gute Flanken bekommt von außen. Diesmal von Jesus Corona. Guardado und wieder Corona. Und wieder so ein Ball. Er ist nicht ungefährlich. Barrios muss da hingehen. Vor Jiménez. Mina. Faber kriegt den Ball durch. Aber abseits. Duvan Zapata. Richtig gesehen. Gut. Richtig erkannt. Sowas kann Spieler entscheiden. Und im letzten Jahr hatten die Kolumbianer wirklich richtig Pech. Da gab es einen Elfmeter, bei dem, glaube ich, bis heute keiner weiß, warum es ihn gab für Ghana. Und das hat das Turnier, wie wir ja alle wissen, wirklich maßgeblich beeinflusst. Wer weiß, wie weit Ghana sonst gekommen wäre. Alvarez für Jiménez. Ball liegt fast im Strafraum, bis Mina ihn dann mal rausbringt. Falcao nochmal für Zapata. Und jetzt ist Pause in Calgary. Spannendes, offenes Achtelfinale. Mexiko mit dem besseren Start. Kolumbien dann aber angestachelt mit der besten Antwort, die folgen konnte. 1:1 zur Pause durch Jiménez und Zapata. Wir sind gleich wieder da mit Durchgang 2 hier in der Olympiastadt der Winterspiele und freuen uns auf Hälfte 2 Mexiko gegen Kolumbien. Bis dann.